So, Aufzeichnung läuft. Okay, dann jetzt nochmal sozusagen offiziell begrüße ich euch zum Filmgespräch für euren Film Schönborn, der, glaube ich, die Weltpremiere hier hat auf dem Filmfestival Cottbus. Maxim Melnik und Christiane Seiler. Ihr habt den Film zusammen gemacht. Und in dem Film geht es um zwei Dörfer gleichen Namens, eigentlich eine sehr Geschichte, die auch mit bestimmten Skurrilitäten, aber auch vielen Normalitäten. Und was mich natürlich, was einen da sofort interessiert, das eine Dorf ist in Transkarpatien, das andere in Brandenburg. Wie seid ihr darauf gestoßen? Wie ist dieser Film überhaupt entstanden? Was war der Ausgangspunkt für den Film? Also für mich der Ausgangs, ich komme aus Transkarpatien, ich komme aus der Ukraine und zwar aus Transkarpatien und ich erinnere mich an den Ausgangspunkt. Das war in meiner Kindheit. Ich habe mal transkarpatisches regionales Fernsehen angeschaut und da lief eine Reportage über das ein Dorf, wo man auf Deutsch redet. Und ich war selbst sehr überrascht, wie kann es sein, dass bei uns so 40 Kilometer entfernt von mir ein Dorf gibt. Und dann habe ich natürlich. Das hat mich einfach noch als Kind interessiert. Und dann habe ich natürlich vergessen und dann viel, viel später war ich wieder zu diesem Thema gekommen. Und dann irgendwie sollte man diese Geschichte erzählen. Ich wollte dahin fahren und wir waren schon zu spät gefahren, als alle Schwoben, alle Deutsche schon weg waren. Und wir waren zum Punkt gefahren, als da nur 9 Leute geblieben sind, die noch Deutsch sprechen. Dann haben wir mit Christiane überlegt, also wie erzählen wir diese Geschichte und oh. In Deutschland gibt es auch ein Schönborn. Also ein Zufall, kann man sagen. Wir sind dann eben auf die Suche gegangen nach einem deutschen Pendant und letzten Endes war es auch so ein bisschen Pragmatismus, dass wir dann dieses Schönborn ausgewählt haben, weil ich eben auch in Berlin wohne und Max damals auch öfter schon in Berlin war und wir dann dachten, na gut, dann nehmen wir ein Dorf, was möglichst nah an Berlin liegt und dann bot sich dieses Schönborn an und wir sind tatsächlich einfach mal hingefahren an einem Sonntagnachmittag, glaube ich, und haben uns das Dorf angeschaut und sind dort auch gleich per Zufall eigentlich diesem Bürgermeister über den Weg gelaufen und haben ihm erzählt, was wir da so vorhaben oder was wir uns überhaupt einfach vorstellen und er war gleich Feuer und Flamme und hat uns eigentlich da die Türen im Dorf auch geöffnet. Ja. Aha. Ich Das glaube, heißt also, es hätte, ja? wir haben so 5 oder 7 Schönborns in Deutschland entdeckt, auf die Karte. Genau, es gibt Das wollte mehrere. ich gerade fragen. Das, aha. Ja, und wir haben auch Schönborns nicht nur in Deutschland und der Ukraine entdeckt, ja. Wir haben Schönborn, einen Schönborn in Polen entdeckt, wir haben einen Schönborn in Ungarn entdeckt, also in Rumänien. Und natürlich, es wäre schön, die anderen Schönborns zu Genau. besuchen, aber dazu hatten wir schon gar kein Budget. Nee, genau. Ja, genau. Da sehe ich die große Schönborn-Serie auf uns zukommen. Aber zum Budget können wir dann noch kommen. Interessant ist ja dann die Geschichte des Films. Ich glaube, ihr habt relativ lange daran gearbeitet. Und wenn ich das jetzt so höre, dann, dass ihr den Bürgermeister getroffen habt und ihm von der Idee erzählt habt, dann ist das also ein Film, der sozusagen selber die Initialzündung für die Handlung gegeben hat. Ja? Das heißt, diese Geschichte der zwei Schönborns, deren Verbindung miteinander, die ist durch euch initiiert worden sozusagen. Ja? Inwiefern, genau, erzählt mal ein bisschen, wie ihr da vorgegangen seid. Also wie viel Anstoß habt ihr gegeben und wie viel ist dann, wo musstet ihr vielleicht einfach nur noch beobachten? Naja, Anstoß geben. Es gab halt sozusagen zwei Zufälle, die uns sozusagen am Anfang unheimlich geholfen haben. Das erste war, dass wir zufällig in dem ukrainischen bzw. transkarpatischen Schönborn zum ersten Mal am Wahlabend waren, ja, oder überhaupt am Wahltag, als dort die Kommunalwahlen durchgeführt wurden. Das heißt, auch diesen Bürgermeister haben wir da kennengelernt und haben miterlebt, wie er wiedergewählt wurde, plus der ganzen tollen Wahlzeremonie, die sich da über Stunden hingezogen hat. Genau, und im deutschen Schönborn waren wir das erste Mal, als gerade sich sozusagen diese Flüchtlingswelle abzeichnete und die ersten Flüchtlinge auch nach Schönborn kamen. Und auch da gab es einfach so eine Art von, sage ich mal, Neubeginn in beiden Dörfern, kann man vielleicht sagen. Ja, also es gab an sich schon mal so einen Impuls, der die Leute da
auch, glaube ich, geöffnet hat, um mit uns sowieso irgendwie zusammenzuarbeiten, wo man irgendwie das Gefühl hatte, aha, da interessieren sich plötzlich Leute für uns und das war interessant, so auch wir waren interessant für die Menschen in den Dörfern. Und dann haben sich einfach Beziehungen gebildet, immer mehr und immer mehr. Ja. Und wir haben natürlich auch, und das hat vor allem Max immer sehr schön gemacht, erzählt, wissen Sie, dass es noch ein Schönborn woanders gibt? Und dann haben die Leute sich immer mehr angefangen, dafür zu interessieren. Also ich erinnere mich, also muss man auch sagen, dass wir den Film ohne Budget gedreht haben, also total über Budget. Es ist kein Low-Budget-Film, es ist No-Budget-Film und wir haben das aus Interesse und so, aus Neugier gemacht. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil ihr keine Anträge gestellt, also habt ihr die Förderung nicht bekommen oder war das von vornherein so als Nobody. War klar, wenn wir diesen Film machen wollen, müssen wir ja sofort anfangen, wegen dieser Situation, die ich gerade geschildert habe. Wir hätten jetzt nicht 2 Jahre auf irgendeine Förderung warten können, völlig illusorisch. Und wir hatten einfach Lust dazu. Das Thema hat uns interessiert. Wir fanden die Orte interessant. Wir mochten die Leute. Wir waren selber neugierig. Und wir dachten dann einfach, na gut, dann machen wir halt Urlaub beim Recherchieren letztlich. Ja. Also für mich, irgendwelche Förderungen in Deutschland zu stellen, ist sowieso wie eine Reise nach Mars sozusagen. Also irgendwie musste man anfangen. Und wir waren nach Schönborn in Deutschland. Christiane hat gesagt, wir müssen jetzt nach Schönborn, Deutschland fahren. Und wir waren gefahren und haben diesen Daniel Mender, der Bürgermeister, kennengelernt. Sie haben uns am Anfang sehr skeptisch angeschaut. Aber dann irgendwie haben wir sie überzeugt mit dieser Lust und Interesse. Und wir haben, ja, wir waren die Katalysator der Geschichte. Und wir haben beiden Bürgermeister erzählt und sie haben dann Briefe geschrieben, ja, aneinander. Und dann hatte ich die Aufgabe, den Brief von Bürgermeister Daniel Mender aus Deutschland nach der Ukraine zu bringen. Aber ich dachte mir, was ist nur ein Brief? Was ist nur ein Brief in der Ukraine? Das ist zu wenig. Ja, also wir haben, also es ist ein Inside-Joke, aber jetzt kann ich das erzählen. Ich habe dann noch zusätzlich eine Flasche von Jägermeister gekauft und haben gesagt, das ist für Sie von dem Bürgermeister aus Deutschland. Und natürlich der Bürgermeister, der neu gewählte Bürgermeister, war sehr beeindruckt, ja, mit dem Brief und dann noch die Flasche dazu kam. Und dann, ja, dann hatten wir wieder eine Ehre, Aufgabe, den Brief nach Deutschland zu bringen. Aber ich dachte mir, was ist nur ein Brief? Was ist nur ein Brief? So, dann haben wir eine Schachtel Pralinen gekauft. Dann haben wir gesagt, ja, der Bürgermeister aus der Ukraine schickt ihrer Frau eine Schachtel Pralinen aus der Ukraine. Natürlich, das war schon, das ist ein bisschen... Na gut, das ist auch sehr die ukrainische Mentalität, würde ich sagen. Aber dort ist halt ein Besuch ohne Gastgeschenk einfach undenkbar, würde ich mal sagen. Ja. Also wir haben die Freundschaft ein bisschen unterstützt. Ja. Ja, wir waren die Katalysator, aber letztendlich die Leute waren von sich selbst interessiert. Ja, sie wussten nicht, ja, dass da noch ein Schönborn gibt. Für sie das war und ist wie eine neue Welt. Ja, sie begannen zuerst im Internet zu recherchieren. Und dann war die Reise stattgefunden, was wir am Anfang überhaupt uns sogar nicht vorstellen konnten. Aber es ist passiert. Genau. Und ich meine, dieses Rock'n'Roll-Trio, also die Flying Rockets, waren von Anfang an Feuer und Flamme von der Idee. Ja. Also die waren super begeistert. Da müssen wir hinfahren und so. Ja. Und dann, das hat dann einfach so eine Eigendynamik entwickelt. Die Leute hatten wirklich Lust darauf. Ja. Ja, die sind natürlich auch toll, die sind großartig. Also das kann man sich gar nicht ausdenken eigentlich. Und es gab ja sogar noch einen Gegenbesuch, der kommt jetzt im Film nicht vor, aber einen Gegenbesuch gab es eben auch. Also die Ukrainer waren dann auch... Den gab es, okay. Genau, wir hatten ja dann noch dieses Ausstellungsprojekt im Museum Schloss Doberlug und dort sind dann zur Ausstellungseröffnung auch einige aus dem ukrainischen Schönborn extra angereist. Und, toll. Das ist dann auch nochmal eine sehr schöne Veranstaltung. Ich habe mich gefragt, gerade die Szenen, die in der Ukraine in Transkarpatien spielen, das ist ja so ein Sprachengemisch, was dort offensichtlich gesprochen wird. Ne? Also man hört, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, teilweise Russisch, Ukrainisch vielleicht auch, dann dieses sehr altertümliche, abgeschliffene Deutsch. Und du hast aber immer Deutsch mit ihm gesprochen in den Interviews. Meine Frage ist jetzt, wie redet dort die, also ihr habt gesagt, 9 Leute waren da nur noch, die Deutsch gesprochen haben. Sind das jetzt die in dem Film sind? Und ist Deutsch wirklich deren
deren Alltagssprache oder ist es das Sprachgemisch? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich habe früher so Sprachwissenschaft studiert und dieses Thema von Sprache hat mich immer, immer interessiert. Ja, ich habe mit ihnen Deutsch gesprochen in beiden Schondorn, aber ich habe nichts verstanden. Aha. Ich habe was gefragt, die Leute haben was geantwortet, ich habe nichts verstanden. Und Gott sei Dank, Christiane war immer dabei, sie hat einfach für mich übersetzt. Ich habe auch die Leute in Schönborn in Lausitz nicht verstanden. Ja, zum Beispiel einer der wichtigsten Protagonisten, Bernd. Ich habe nie ihn verstanden. Aber jetzt zurück zur Frage, die Sprache von Schönborn. Ja, das ist eine Mischung von alles. Von transkarpatischem Dialekt, von der ukrainischen Sprache, das ist ein altertümliches Deutsch, Ungarisch, also alle mögliche Mischung. Ich persönlich, vielleicht, Christiane, du hast vielleicht viel mehr verstanden als ich. Ich habe die Leute nur so intuitiv irgendwie verstanden, weil sie so transkarpatische Mentalität, also ich fühle das, ja, worüber sie reden, ja, oder wie sie sich benehmen, es war mehr Intuition für mich. Ich habe viel später, als ich schon wieder mit einer Frau die Otone übersetzt habe, dann später habe ich verstanden, worüber die Leute gesprochen haben. Ich habe selbst nicht verstanden. Aber die Sprache stirbt aus, also das ist eine aussterbende Sprache, sehr interessante Sprache, so eine Sprachkonserve sozusagen. Mhm. Naja, genau, die nennen es ja dort vor Ort Schwäbisch, also ja. Was wiederum mit Schwäbisch nichts zu tun hat. Die ursprünglichen Einwanderer stammen eben aus der Gegend da um Würzburg, also Franken. Aha, ja. Also da gibt es auch Belege. Wir haben das alles historisch natürlich auch recherchiert, einfach um uns klarzumachen, was sind das für Leute, wo kamen die ursprünglich her. Die wurden halt mal angeworben, wie früher oft so Siedler in irgendeine verlassene Gegend geholt wurden, um irgendwie da Zivilisation, überhaupt eine Struktur reinzubringen. So war es eben mit diesen Franken, diese Schwäbischen, die ursprünglich Franken. Auch. Und tatsächlich habe ich diesen Dialekt relativ gut verstanden, weil ich eben auch eine Zeit lang mal tatsächlich in Franken und in Süddeutschland gelebt habe und einfach nur, glaube ich, habe für auch bestimmte dialektale Färbungen in dieser Sprache. Ja. Aber wie immer, wenn man nicht Muttersprachler ist und dann auch noch Dialekte in der Fremdsprache verstehen soll, also das ist eben dann sozusagen nochmal eine Steigerungsform. Mhm. Ja. Und diese Leute, die Schönborner in der Ukraine, sie waren immer so diskriminiert, ja, in der Sowjetunion, wegen der Sprache. So, sie durften zum Beispiel nicht Deutsch in der Schule lernen, ja, sie haben da Französisch gelernt, was total nutzlos ist, ja. Sowieso. Also man durfte zum Beispiel Deutsch, also Schwäbisch in der Stadt nicht sprechen, also sie waren sehr isolierte Gemeinde. Ja. Und deswegen, sie haben tatsächlich bis Ende 90er Jahren Schwäbisch da gesprochen. Hm. Ja, also sie haben miteinander Schwäbisch gesprochen, das ist eine tägliche Sprache, ganz normal, was wird natürlich einzigartig, ja, aus dieser Sprachwissenschaft Hinsicht ist, aber dann die Sprache ist plötzlich gestorben, weil sie sind massenhaft nach Deutschland ausgewandert und total über Deutschland verstreut. Ja, genau, und was man auch noch sagen muss, ist, also was mich als sozusagen Ausländerin dann in diesem in Transkarpatien sowieso immer schon fasziniert, ist die fantastische Mehrsprachigkeit dieser Leute da. Ja. Und auch die Protagonistin Gisela, die aber sehr viel zum Wort kommt in unserem Film, die da in Deutsch spricht, ist aber ursprünglich, oder sie kommt aus einem ungarischen Dorf. Ja. Das heißt, ihr Dorf liegt, glaube ich, nur maximal 10 Kilometer entfernt von Schönborn. Dort ist sie in einem rein ungarischen Sprachkontext aufgewachsen, hat dann diesen schwäbischen Mann geheiratet und ist da sozusagen reingeworfen worden in diese schwäbischsprachige Gemeinschaft. Ja. Dieses Schwäbisch eigentlich als Fremdsprache gelernt. Ja. Aber mittlerweile spricht sie es eben so gut, sie springt sozusagen vom Ungarischen zum Schwäbischen, zum quasi Hochdeutschen, was sie mit uns spricht, damit wir sie gut verstehen, zum Ukrainischen, Transkarpatischen, also was wirklich nochmal ein sehr eigentümlicher Dialekt ist, und Russisch kannst du natürlich auch. Also eigentlich spricht diese Frau, eine relativ einfache Frau ist, ohne höhere Schulbildung, 6 Sprachen im Alltag. Wahnsinn. Ja. Aber es sind auch eher ältere Leute, die das noch sprechen, oder? Sehe ich das richtig? Oder gibt es Unterricht in der Sprache oder wird es weitergegeben? Gar nicht. Aha. Also in Regensburg, in Augsburg gibt es ein Forschungsinstitut, die das konservieren. Also forschen an diese Sprachinseln, eine deutsche Sprache. Ja. Aber vor Ort hat es eigentlich keine Zukunft. Das ist interessant.
Nun geht ja aber, geht es ja in dem Film um zwei Dörfer und um zwei Länder. Und was ich ganz erstaunlich finde, wo ich aber vermute, dass es auch eure künstlerische Strategie gewesen ist, dass es teilweise, also manchmal weiß man erstmal gar nicht, wo man ist. Also weil wenn man jetzt hört, das eine Dorf ist in Deutschland, ja, sozusagen, was man gleich denkt, Westeuropa und das andere Transkarpatien ganz weit weg. Und dann denkt man, das müsste ja jetzt total anders sein. Aber manchmal hat man ein Bild und muss sich wirklich erst orientieren und weiß eben nicht gleich, bin ich in welchem Schönborn bin ich jetzt. Und das finde ich, das ist ganz erstaunlich in dem Film, dass es wirklich auch so ein Gefühl gibt oder mir jetzt auch als Lausitzerin bestätigt das eigentlich mein Gefühl, dass ich schon immer dachte, wir sind auch Osteuropa und dieses andere Schönborn kommt jetzt eben nicht so als das westliche Pendant daher, sondern eigentlich, also ich würde so beschreiben, über beiden Dörfern liegt auch so eine Art Melancholie, so eine Art osteuropäischer Melancholie und das wäre jetzt auch meine Frage an euch, wie bewusst wurde das hergestellt? Also ich sehe schon Dinge, dass es teilweise die gleichen Kadrierungen gibt, ne? Also dass so Dinge wiederkehrend auftauchen, aber war das jetzt, ist das von euch eine sehr bewusste, war das intendiert, dieses Gefühl, so sehr unterscheiden sich die beiden Schönborns gar nicht? Oder ist das jetzt mein, was bei mir rausgekommen ist, weil ich das vielleicht auch so sehen wollte, ich weiß es nicht. Naja, Melancholie, also Christiane hat immer gesagt, du bist zu melancholisch. Also ich gebe ihr recht, vielleicht, das kommt, diese Melancholiegefühl kommt von mir, weiß ich nicht. Also ich ja, ich empfinde es ja auch so. Also, ich glaube, es muss auch so sein. Also wozu werde ich was vorspielen? Ich bin so, ja, wahrscheinlich bin ich melancholisch, manchmal wahrscheinlich zu melancholisch. Und wahrscheinlich deswegen unbewusst suche ich nach solchen Leuten, ja, die. Ja. Weiß ich nicht, aber und Christiane hat recht, dass sie mir das sagt, du bist zu melancholisch, weg mit Melancholie. Ja, ob sie noch so ähnlich sind, je länger ich in Deutschland lebe, desto weniger ich diesen Unterschied zwischen den Ländern sehe. Ich sehe keinen Unterschied. Ja, ich zum Beispiel... wirklich, also ja, wir waren zum ersten Mal nach Schönborn, nach Lausitz gefahren und... Du warst schockiert, ja. Ja, ich war schockiert, dass zum Beispiel dein Bürgersteig wurde da total ordentlich gepflastert. Genau. Und zwei Omas mit Rollator. Es war so breit, dass zwei Omas mit Rollatoren gut aneinander vorbeikommen. Ja, das haben wir nicht gefilmt damals, hatten keine Kamera dabei. Ja, in diesem Aspekt ja schon, das ist der Unterschied. Aber irgendwie, wenn man schon reingeht, so in den Höfe, in Stahl, und das war unsere immer Strategie mit Christiane, weil diese bürgerländischen Leute sind so ein bisschen zugeschossen, es ist nicht so einfach reinzukommen. Wir haben gesagt, wir wollen ihre Kuh sehen. Ja? Und da gibt es nur eine Kuh im Dorf. Ja? Aber wenn man schon in diesem Hof ist, schon in diesem Stall redet oder an dieser Türschwelle des Stalles, dann sind die Leute erstaunlich ähnlich irgendwie. Ja. Überall, ja, Infrastruktur anders, aber dann ähnlich irgendwie. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe schon auch sehr die Unterschiede, muss ich sagen. Ja. Aber hat natürlich auch wirklich viel mit Lebensbedingungen, Zukunftsperspektiven und irgendwie einer funktionierenden oder nicht funktionierenden Demokratie und irgendwie einer Zivilgesellschaft und so weiter zu tun. Also ich finde schon, dass die Unterschiede enorm sind. Immer noch, ja. Also auch vom Dorf zu Dorf. Ja. Also es ist einfach, der schlagende Unterschied ist wirklich, wenn man nach Ukraine, in das ukrainische Schönborn kommt, da spielen ganz viele Kinder auf der Straße. Ja, gibt es diese Kühe, da gibt es die Vorgärten, die Leute gehen ins Geschäft, kreuzen, also die Wege kreuzen sich auf der Dorfstraße. All das gibt es in diesem deutschen Schönborn nicht. Ja. Und das gibt es überhaupt in fast keinem deutschen Dorf. Also da muss man sagen, ist einfach sozusagen die ländliche Entwicklung, die viele Vorteile hat in Deutschland, hat natürlich auch zu so einem Verlust an Kommunikation geführt, beziehungsweise die Kommunikation, die es gibt, spielt sich woanders ab, in irgendwelchen Vereinen, im Kindergarten und so weiter. Also da gibt es schon, da sehe ich sehr, sehr große Unterschiede. Ja, das stimmt absolut. Ja, das stimmt absolut. Zum Beispiel, wenn ich wandern in Brandenburg gehe und
ich liebe Wandern in Brandenburg und so. Und dann habe ich Christiane gefragt, wo sind alle Leute? Hm. Es ist immer eine ewige Frage für mich, wo sind die Leute? Wo sind sie? Es ist immer eine ewige Frage für mich. Vielleicht müsste man einen Film darüber machen. Ja? Ja. Wo sind die Leute? Wo sitzen sie? Was machen sie? Und Christiane, naja, sie essen zu Mittag oder sie sind so. Aber wie kann es sein? Man sieht keine Leute. Ja, es ist schöne Straße, schöne Kirche, schöne Häuser, gepflegte. Ja. Aber man sieht keine Leute. Und für mich es ist es erstaunlich. Ja, für mich, ja, alle müssen da auf die Straße sein, quatschen und so weiter und so weiter. Und es gibt nur einziges Dorf in Brandenburg, was mich wirklich so ein bisschen an Transkarpatien erinnert hat, das ist Brodobin. Aha. Ja, diese Ökodorf, wo wirklich die Leute da die Hühner im Vorgarten haben. Ich habe mir gesagt, oh, das ist ein bisschen wie bei uns. Ja. Aber was auch, man muss auch sagen, zum Beispiel, wir haben die Kühe spielen eine besondere Rolle in unserem Film. Ja. Und mit jedem Jahr, es gibt weniger und weniger Kühe so in diesem Dorf. Und ich frage mich, weil es ist wirklich so Mikro-Farming, Mikrobauerschaft, so eine Kuh pro Familie oder eine Kuh pro zwei Familien und so. Ja. Und vielleicht ist auch irgendwie verliert das Gesicht und Charakter. Es schwindet einfach mit dem Wohlstand. Also ich kenne das ja aus meiner eigenen Kindheit, also aus der Eifel, dass da auch so ein Dorf, also wo früher eben noch Kühe in den Ställen waren, also dieses sozusagen Strukturwandel, ich will jetzt gar nicht sagen sterben, weil das finde ich viel zu dramatisch, aber es hat sich einfach so viel verändert in den Lebensbedingungen der Menschen, auch auf dem Land, dass diese Art von Mikrobauern Nebenerwerb, also wo es ja wirklich nur noch eigentlich um die eigene Milchversorgung und den eigenen Kartoffelacker geht oder so, das braucht man hier in Deutschland nicht mehr. Zum Glück muss man ja auch sagen, also es gibt ja auch viele Freiheiten, aber es verändert eben auch sehr, sehr viel in der weiß ich nicht, gesellschaftlichen und den Lebensstil. Ja, genau. Andere Prioritäten, die Leute. Jetzt hast du, Maxim, gerade gesagt, man sieht kaum noch Leute, also sehen ist ja im Film immer was ganz wichtig ist, aber in eurem Film spielt ja das Hören auch eine große Rolle und da würde ich gern, die Frage würde ich gern an Christian richten. Du kommst ja vom Ton eigentlich und es gibt ja zum Beispiel auch diese wunderbaren Radiokonstruktionen, die man da immer sieht und diese ständig dudelnden Radioapparate und so. Also das ist natürlich, das ist wahrscheinlich eine Steilvorlage für eine Tonfrau. Genau, ich würde gerne noch mal was zu der Rolle vom Ton in eurem Film und wie du da gearbeitet hast, wie du da rangehst als Tonfrau mit dem. Da hat man ja auch einen besonderen, also besonderer Blick ist jetzt vielleicht falsch, aber legt man ein besonderes Augenmerk sicherlich darauf. Naja, ich habe halt einfach auch so, eben nochmal zum Thema No-Budget-Film, also ich habe einfach mein Ton-Equipment, was ich mache ja normalerweise Radio-Features, was ich so benutze, mitgenommen quasi für den Filmton. Das war natürlich, ehrlich gesagt, das war uns eigentlich auch von Anfang an klar, nicht wirklich passend. Also wir hätten sozusagen ganz anderes Equipment gebraucht. Aber wir haben dann damit gearbeitet, was wir hatten und es hat ja dann letztendlich doch gut funktioniert. Ja. Und klar, sozusagen die Geräuschkulisse von diesen beiden Dörfern, das war was mich zum Beispiel unheimlich beschäftigt hat. Ja. Also was für eine unterschiedliche, also wenn man die Augen schließt und ich komme wirklich nicht vom Bild, sondern ganz klar vom Ton, ich bin auch eher so ein Ohrenmensch als ein Augenmensch, ja. Dann hat man sozusagen ein so diametral anderes akustisches Bild, das ist verrückt, ja. Also natürlich ist das deutsche Schönborn an einer relativ befahrenen Straße gelegen. Wenn man da auf der Dorfstraße steht, dann hört man letzten Endes Autos und kaum menschliche Stimmen. Ja. Wenn man sich in Schönborn, Ukraine, auf die Dorfstraße stellt, dann hört man also eine Sinfonie von eben menschlichen Stimmen, von Kühen, von Hühnergegacker, von, weiß ich nicht, im Sommer natürlich Schwalben, also ein irres Durcheinander und wirklich. Die Leute schreien, genau. Natürlich dudeln auch irgendwo Radios. Also es gibt eine Mischung von akustischen Phänomenen, die einfach genial ist, finde ich. Ja. Also das ist wirklich schön. Ja. Und das mit den Radios, weil du es gerade angesprochen hast, das war natürlich einfach auch so ein toller Zufall. Also das war jetzt einfach so, dass der Joschko, also der eine Hauptprotagonist, eben da in seinem Zimmer immer wieder Radio hört. Und das Tolle für mich, als ist ja auch als Radiomensch, ist, dass dieses Radio ja völlig subtil eigentlich auch so eine fremde Welt in so ein kleines Zimmer bringt. Ja, also das war jetzt auch reiner Zufall, dass er da, ich weiß gar nicht, was das für ein Sender war, diese muslimischen
Gesänge oder Gebete gehört hat. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, was es ist, haben wir jetzt auch nicht groß hinterfragt, aber auf jeden Fall kommst du aus dem irgendwie muslimischen Kulturraum und dann passt du das natürlich wunderbar mit der Flüchtlingsfamilie in Schönborn in Deutschland zusammen und mit deren kulturellen und auch religiösen Hintergründen. Ja. Also das sind einmal, das sind so Überschneidungen, die sind einfach Geschenke. Ne? Ja, das stimmt. Das kommt einfach vor. Ne? Ja. Ja, ich einfach hört fünf Radiogeräte gleichzeitig zu. Hm. Und für ihn ist es kein Problem. Er hört einfach diese Symphonie oder Kakophonie oder was immer das ist. Einfach hört das zu. Wir verstehen nicht, aber es macht ihm Spaß. So. Ja, genau. Ja, ja, trotzdem kommt natürlich die weite, weite Welt plötzlich dann nach Transkarpatien. Ja, das ist toll. Genau wie übrigens die weite Welt über diese Flüchtlingsfamilie natürlich nach Schönborn in Deutschland kam. Die ja, genau, die sind natürlich nochmal besondere Protagonisten da drin. Einmal natürlich auch vom Alter und weil es da auch diese Kinder gibt und so, aber am Ende wirken die ja tatsächlich, sind das ja fast die optimistischsten Personen in dem ganzen Film. Das finde ich am Ende auch erstaunlich, dass, dass da auch immer so eine, da wird auch ein bisschen diese Melancholie der anderen Personen aufgebrochen, finde ich, bei denen. Weil die auch sehr. Naja, die sind auch, die haben auch so einen Pragmatismus irgendwie, finde ich, wie die an die Dinge rangehen. Ne? Also das, das ist auch so ein schöner Kontrast. War es überhaupt schwer, ich meine, wenn man zwei Dörfer hat, das sind ja unglaublich viele Protagonisten, dann muss man sich ja entscheiden. Wie war dieser Prozess? Sind da noch viele rausgeflogen im Schnitt? Oder ihr habt ja auch 5 Jahre jetzt mit den Leuten gedreht, das ist ja auch eine lange Zeit, oder? Ja, wir haben in 2015 angefangen und erst jetzt, während Lockdowns im Frühling, haben wir den Film geschnitten. Also es ist wirklich, es gab andere Leute, die in dem Film nicht erscheinen. Aus diesen Gründen, wir hatten nicht genug Material mit ihnen oder zu viel einfach. Ja, man muss sich entscheiden. Und Christiane hat wieder recht gehabt, zu wenig Frauen, zu wenig. Und ich bin dafür dankbar, weil ich irgendwie denke an solche Sachen, jetzt schon, ja. Aber wenn sie sagt, ja, die Frauen müssen sein. Christiane, hast du recht. Na, vielen Dank. Ja. Also, ich habe übrigens auch gestern mal mir den Spaß gemacht, durchzuzählen, den Anteil der Regisseurinnen an den Macherinnen oder Sternchen, wie auch immer, der Filme im Cottbuser Filmfestival. Ja. Dann die Bilanz ist erschütternd, ja. Erschütternd, ja, ja. Hab ich auch schon angemerkt, ja. Genau, ja. Genau. Genau, so gesehen haben wir uns natürlich auch super ergänzt, muss man sagen, ja, also weil wir auch immer wieder eingefordert haben, also mach das und wir haben natürlich auch voneinander eine ganze Menge gelernt. Ja. Ja, ja, und die Frauen, das zeigt ja der Film wiederum auch ganz schön, dass ja die Frauen wirklich eine andere Sicht einbringen, ne? Also das beste Beispiel ist ja dieses Ehepaar, die zwei Afghanen, er sagt ja, sie sagt nein, also so und im gleichen Moment, wo man merkt, eine Sicht wäre jetzt offensichtlich nicht ausreichend gewesen, ne? Genau. Und das ist ja auch eine, finde ich, der schönsten Szenen in dem Film, wo sie über das Wort glücklich und ja, bin ich glücklich oder nicht? Und wo er sagt, ja klar, sind wir glücklich. Und ich glaube, da hat dann der Mann auch so ein bisschen so dieses Gefühl, ja, man hat uns hier diese Wohnung gegeben, man bemüht uns um uns. Und das hat er sicher auch im Hinterkopf gehabt, während da seine Frau wesentlich direkter ist und sagt, wieso, ich will aber eigentlich viel lieber nach Berlin, da wohnt mein Bruder, da habe ich vielleicht mehr Leute, die mit denen ich mich zu Hause fühlen kann. Ja? Und das ist total interessant, finde ich. Ja, das stimmt. Und sie streiten miteinander. Ja. Ich sage, ja. Und er sagt, nein. Ja, und dann genau. Zu überlegen, was ist. Ja, und das ist ein bisschen so, da entsteht solche Zweideutigkeit, weil wir über das Wort Glück reden und plötzlich sie verstehen das nicht. Und, und was eigentlich versteht man mit diesem Wort glücklich zu sein? Und was ist überhaupt Glück? Ja, ja, also ich bin auch sehr froh und sehr glücklich, dass. Ich bin auch glücklich, dass Sarah dabei war. Und sie war auch, sie wollte am Anfang nicht so im Film zu erscheinen. Sie war ein bisschen so im Hintergrund, aber dann war sie mehr zu uns gekommen. Ja, und man muss sowieso sagen, die beiden waren einfach so unheimlich natürlich und gastfreundlich und toll. Ja, also, ja. Waren einfach, sind auch super tolle Menschen. Ja. Mit ihren Kindern und mit ihren, mit ihrem irgendwie arbeiten an der Zukunft, natürlich vor allem auch für ihre Kinder, also dass es irgendwie weitergeht und besser geht. Ja. Und eben die Frau, also Sarah, den Namen haben wir jetzt genannt, hat
eben einfach nie in ihrem Leben eine Schule besucht, weil sie einfach nicht konnte. Es gab diese Möglichkeit gar nicht. Sie ist so eine unglaublich tolle, finde ich jedenfalls, sehr, auch wirklich selbstbewusste und auch witzige Frau. Ja, ja. Also auch, das stimmt. Auch schön, wie die deutsche Frau dann gleich zu ihm sagt, du kannst ja einen Dönerladen aufmachen. Die ist ja nett, meint, die ist ja nicht bösartig. Die ist ja eigentlich toll, aber... Ja, ja. Nee, also, und das übrigens, also gut, das hat mich auch sehr beeindruckt, also weil es war ja gerade da so Ende zweit, wann ging das los? Wann hat Merkel diesen berühmten Satz gesagt, wir schaffen das, ich glaube so im August 2015, so ungefähr? Ja. Genau. Und da ging das ja so los mit diesen vielen, vielen Leuten, die zu uns kamen. Ja. Und da, dass dann dieses Dorf Schönborn in Deutschland auch diese Verantwortung ernst genommen hat, das hat mich schon auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Ja. Also auch diesen Aspekt nochmal wahrzunehmen, also zu sehen, okay, der Osten Deutschlands, das sind jetzt nicht nur lauter verbockte Nazis oder so, sondern da sind auch wirklich Menschen, die, die sich Gedanken machen und aus so einer Perspektive, wir leben auf dem Land, wie können wir damit umgehen mit dem Problem? Ja. Die haben das ganz, ganz toll gemacht. Und überhaupt die Gemeinde von Schönborn in Lausitz, sie haben unglaublich viel, also ich war zumindest sehr beeindruckt, wie sie um Flüchtlingsfamilien, geflüchtete Familien gekümmert haben. Ja, also da gemacht haben, so in einem, also das kommt leider nicht so im Film vor, wir waren immer gekommen, als es zu spät war oder also wir haben nicht so viel gedreht, muss man sagen. Ja, wir haben lange gedreht, aber nicht so, weiß ich nicht, wir waren in jedem schon bei 5 Tage Dreheinheit und dann hätte man mehr vielleicht Zeit. Ja. 5 Tage pro Reise, ne? Also wir haben in jedem Schönborn, glaube ich, schon so ungefähr 20 Tage verbracht, muss man sagen, genau. Ja. Also wir waren schon, wir haben sozusagen im Rahmen dessen, was uns möglich war, einfach sozusagen als Hobby nebenbei, haben wir dann doch sehr viel Zeit. Dann. Ja. Wie ist es denn jetzt? Wir müssen nämlich auch langsam zum Ende kommen. Wie ist es denn jetzt? Sind die noch verbunden, die zwei schönen? Sind die Bürgermeister noch Brieffreunde und schreiben sich Briefe von Hand? Sind sie noch verbunden? Gibt es diese Verbindung zwischen den Dörfern noch? Ja, also im September hat sich bei mir der Bürgermeister aus Schönborn, Ukraine gemeldet und fragte mich, würden Sie kommen zu einem Fest? Ich wusste nicht, ich war nicht in Deutschland, ich könnte nicht fragen. Also ich würde sagen so, vielleicht noch eine Flasche Jägermeister und noch eine Schachtel Pralinen würde diese Kommunikation noch besser unterstützen. Nein, muss man nicht, aber ich glaube, sie wollen in Kontakt bleiben. Ich glaube, sie sind in Kontakt. Ja. Also gibt es einen gewissen Austausch? Ja, ja, sie kommunizieren miteinander schon. Es gibt Leute, es ist auch Glückfall, dass in der Ukraine gibt es Leute, die Deutsch sprechen und sie können miteinander kommunizieren. Genau. Ja, es gibt da eine Person, der diese Kommunikation jetzt führt. Und ich weiß, dass jetzt Spielmannzug aus Deutschland auch nach Ukraine fahren will. Mhm. Jetzt Pandemie, also es ist jetzt alles möglich. Genau, sie hatten große Pläne, muss man sagen. Ja, die sind schön groß gewesen, die muss man runterbrechen, aber ich denke, wenn jetzt der Film ja fertig ist, also haben wir natürlich auch schon so einiges geplant. Natürlich wollen wir gerne im nächsten Jahr hinfahren und den Film dort in der Ukraine zeigen und natürlich zusammen am liebsten mit den Flying Rockets nochmal mit gucken, was da alles möglich ist. Ja, hoffentlich. Abschlussfrage, was glaubt ihr, was die wechselseitig voneinander lernen können? Schönborn. Oh, ich glaube, sie können sehr viel lernen. Also zum Beispiel, also die Leute in Schönborn-Lausitz, sie waren total beeindruckt, dass da noch Kühen auf die Straße gehen, dass da noch, dass man da Milch zu Hause macht, weiß ich nicht. Und in der Ukraine zum Beispiel, ich bin immer, wenn ich in der Ukraine bin, ich bin immer gefragt, und was ist da mit geflüchteten Leuten, ja, mit Flüchtlingen? Das ist ein Problem, ja? Und ich sage, naja, eigentlich nicht. Also, ja schon, teilweise, aber es ist eigentlich gut, dass die Leute so gut. Und ich glaube, dieses Bild von unseren Protagonisten im Film gibt es was Positives für die Leute in der Ukraine. Sie können auch lernen, sie leben da, das sind ganz sehr nette Leute, weil es gibt sehr viele Stereotype, viele Ängste, auch in der Ukraine, über verschiedene Kanäle. Und das vermittelt meiner Meinung nach ein positives Bild. Also, ich denke mal, sie können so viel voneinander lernen, wie man immer voneinander lernen kann, wenn man wirklich in Kontakt tritt mit Menschen aus einem Land, was man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Natürlich haben sie jetzt tatsächlich die Gelegenheit gehabt, sich gegenseitig schon sehr
sehr eng kennenzulernen. Sie haben ja dann bei den gegenseitigen Besuchen auch beieinander gewohnt. Ja, sie haben sich gegenseitig zum Essen, sie haben große Feste gefeiert. Also das sind alles so Sachen, die die Verbindung schaffen. Ja, und da ist ein Anfang gemacht. Und ich denke, wenn man Vorurteile hat, so wie hier über die Ukraine, gibt es ja immer noch schlimme Vorurteile in gewissen Kreisen, wie auch in der Ukraine über Deutschland, dass die eben da alle die Flüchtlinge das Land übernehmen lassen. Also da wird ja auch zumindest auch so Propaganda verbreitet. Ja. Ja. Und wenn man das irgendwie aufbrechen kann über persönliche Kontakte, dann ist eigentlich schon viel gewonnen. Ja. Also, ich jetzt gar nicht so abstrakt denken, dass man voneinander lernen kann. Ja, mit kleinen Sachen anfangen. Genau, einfach mit persönlichen Gesprächen. Rezepte, Sie können ja die Rezepte lernen. Also, genau. Sie backen schon die Kuchen aus Schönborn, aus der Ukraine. Schon toll. Was braucht man? Stimmt, das haben wir nämlich, das sollten wir aber auch noch sagen, denn wir haben ja überhaupt diesen Film am Ende dann doch wirklich auch zu realisieren. Also die Dreharbeiten sind ja das eine, aber das andere ist ja, man muss dann doch irgendwann eine Editorin bezahlen. Also die Postproduktion kostet Geld, das hätten wir nie im Leben alleine machen können. Ja. Und da haben wir dann eben diese Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das Geld für die Postproduktion zusammenzukriegen. Und auch da, muss man sagen, haben uns natürlich die Schönborner, in diesem Fall vor allem in Deutschland, sehr geholfen mit ihren Kontakten. Also da gab es dann irgendwie auch eine gewisse Bereitschaft, nicht nur eine gewisse, sondern sogar eine große Bereitschaft, sich dann da auch wirklich einzubringen. Ja. Es ist schon ein bisschen ein Phänomen, dass irgendwie die Leute, die auch zu diesem Film beigetragen haben, auch sie haben uns geholfen, die Finanzmittel zu sammeln, was auch ein soziales Phänomen ist. Ja. Also nicht irgendwelche Förderung, abstrakte Förderung, hier bitteschön, hier gibt es das Geld auf dem Konto, aber man muss wirklich jedes Euro rechnen und sammeln und mit Leuten reden und das ist alles unterstützt, diese Kommunikation, Freundschaft, kann man auch sagen. Genau, deswegen gibt es auch die echte sozusagen Filmpremiere des Films. Also gut, das ist jetzt eine Weltpremiere in Cottbus, aber sozusagen die Premiere im Kino wird dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich jedenfalls in Finsterwalde irgendwann im Mai vielleicht stattfinden, ja, wenn die Kinos wieder offen sind und man dann auch viele, viele Leute einladen kann aus der Region. Ja, das wünsche ich euch und danke euch nochmal für den tollen Film und danke auch allen, die das mit möglich gemacht haben. Das ist ja wirklich toll, dass auch da so ein ganzes Dorf dann mitwirkt tatsächlich. Und wünsche euch mit dem Film eine große Reise durch echte Kinos mit echten Menschen. Hier hat es jetzt den Vorteil gehabt, dass das jetzt viel mehr Menschen, die jetzt auch vielleicht nicht in Cottbus hätten sein können, trotzdem jetzt auch unser Gespräch sehen können. Aber Kino ist natürlich unersetzbar und ich hoffe dann, dass wir uns dann mit den nächsten Schönborn Filmen von euch. Ja, es gibt ja schon bei uns auf der Welt, das stimmt. Genau. Okay, dann vielen Dank an euch. Danke. Bis bald. Schön.